Wir alle sind davon betroffen, was immer noch in der Ukraine und jetzt ganz aktuell in Israel-Gaza vor sich geht. Zwei Kriege, nur ein paar Auto- oder Flugstunden von uns weg und die mit äußerster Brutalität und vor allen Dingen auch gegen Zivilisten geführt werden. Ja, Folterungen, Vergewaltigungen und sonstige grauenhafte Verbrechen werden da begangen. Dinge, die wir uns in unserer doch so aufgeklärten Neuzeit ja längst gemeint haben, dass wir sie überwunden haben und weit hinter uns gelassen haben. Die Gewalt schwappt mittlerweile auch in unsere Städte und in unsere Straßen über. Und was wir Deutsche nach der Nazi-Zeit und nach dem Zusammenbruch 1945 gesagt haben, nie wieder, ja, das ist irgendwie anders geworden jetzt in der allerletzten Zeit. Und nie wieder, was haben wir damals gesagt, nie wieder sollen jüdische Menschen, nur weil sie Juden sind, Bedrückung und Verfolgung in unserem Land erleben müssen. Und die Realität ist doch mittlerweile ganz anders. Momentan kann in Berlin kein Jude mit Kippa auf die Straße gehen, ohne Gefahr zu laufen, da dich angegriffen zu werden oder zusammengeschlagen zu werden. Und ganz aktuell, ich weiß nicht, ob ihr da so immer informiert seid auch, ich lese jeden Tag mehrere Zeitungen, ja, ganz aktuell, jüdische Kinder trauen sich in Berlin nicht mehr in die Schule zu gehen. Und ihr Lieben, das ist die äußere, die menschliche Situation. Wie aber schaut es geistlich aus? Wir haben, und ich sage das ganz deutlich, mit Menschen einen Geist in unser Land geholt, der zuerst unseren älteren Bruder, das ist er nämlich für uns Christen, unser älterer Bruder Juda Israel, ja, versucht zu verdrängen und auszulöschen. Aber ich sage euch eins, dabei wird es nicht stehen bleiben, Geschwister. Danach sind wir Christen dran. Und auch uns wird dieser Geist verdrängen wollen. Ja, da war jetzt in den, ich glaube gestern oder vorgestern war es in der Zeitung gestanden, ja, da einer dieser Muslimführer, der hat dann in Berlin dann gesprochen, ja, auf diese, eine dieser verbotenen Demonstrationen, ja, hat gesagt, was wollt ihr? Jedes dritte Kind kommt von uns. Jedes dritte Kind kommt von uns und er droht uns jetzt schon. Lehrer trauen sich nicht in Berlin nicht mehr in die Schule. Da gab es Bilder, wo ein Lehrer zusammengetreten worden ist von Schülern, weil er anscheinend das nicht wollte, dass eine Palästinenserflagge da in der Schule da rumgezeigt worden ist. Nochmal, einfach nur mal ein Beispiel. Im Jahr 1926 waren 84% der Bevölkerung des Libanon Christen. 84%. Es war das christlichste arabische Land. Heute sind es gerade mal 30% mit abnehmender Kurve. Um 1900 waren 30% der Palästinenser noch Christen. Heute sind es gerade mal 1,37%. In Bethlehem, der Geburtsstadt von Jesus, waren früher 80% Christen. Heute bezieht man die Flüchtlingslager in dieser Region ein, gerade mal noch 13%. Wie wird es mit unserem Land weitergehen, Schwester? Indem jetzt schon Kirchen zu Moscheen werden. Und Geschwister, wir dürfen nicht nur auf diese äußeren Gegebenheiten schauen.
Wir brauchen ganz, ganz neu, das haben wir auch auf dieser Konferenz, auf der wir waren, wir brauchen ganz, ganz neu den geistlichen Blick. Und mit geistlichen Blick betrachtet, müssen wir doch endlich klar erkennen, wir befinden uns in einem riesigen geistlichen Krieg, der tobt. Geschwister, wenn Open Doors immer wieder schreibt, weltweit werden in der heutigen Zeit über 100 Millionen Christen verfolgt, dann ist doch das ein geistlicher Krieg, der tobt. Und wir Christen, wir schlafen da oftmals. Und ich denke, das ist dieses absolut Negative von uns Christen, dass wir so, die wir nicht betroffen sind, dass wir uns dankbar sind, dass wir eben nicht betroffen sind, wenn auf die anderen draufgehaut wird. Aber da könnten wir von den Muslimen lernen. Die stehen zusammen. Stehen wir wirklich zusammen? Und es ist geistlicher Krieg und wir müssen lernen, zusammenzustehen. Und wir haben den Krieg doch nicht angefangen. Es ist Satan, der von Gott auf die Erde geworfen worden ist, der sich immer noch als Fürst dieser Welt sieht und der, obwohl Jesus ja längst am Kreuz von Golgatha den Sieg davongetragen hat, sein Revier nicht hergeben will. Sondern dass im Gegenteil, das, was er auf dieser Welt verloren hat, mit seinen Dämonenhorden wiedergewinnen will. Das ist, was wir momentan haben. Und nicht von ungefähr schreibt doch der Paulus in Epheser 6, Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen, und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Und er schreibt wohlgemerkt das nach dem Tod und Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Und ich sage das, weil einige Christen denken, naja, dass damit alles erledigt gewesen wäre und dann alles easy peasy wäre. Ja? Und wenn man nur richtig glaubt, richtig in Anführungsstrichen, hat Paulus dann falsch geglaubt? Nein, hat er nicht. Sonst wären seine Briefe nicht als Wort Gottes in die Bibel eingegangen. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir auch lehrmäßig, weil auch das ist natürlich geistlich, dass einfach immer wieder falsche Lehren und falsche Lehren sind nicht Einzug halten und falsche Lehren sind nicht immer ganz neue Lehren, sondern sind einfach Einseitigkeiten, wo irgendeine biblische Wahrheit genommen wird und völlig einseitig irgendwo genommen wird und dann alles verprägt. Ihr Lieben, stellt euch mal einen riesigen Elefanten vor. Wer hat schon mal einen Elefanten gesehen? Wenn nicht, ab in den Tiergarten. Ja? Also, aber einen riesigen Elefanten. Und weil er so riesig ist, können wir nur einzelne Teile von ihm betrachten und ja, beispielsweise den charakteristischen Rüssel, die Ohren, der Rüssel, ja, die Ohren, die Füße, die Beine, den Bauch und natürlich auch das ganz kleine Schwänzchen hinten. So ist es aber, ich habe das nur als Beispiel genommen, so ist es, wenn wir versuchen, Gott zu betrachten. Ja? Weil Gott ist unendlich groß. Und wir können nur immer wieder Teile von ihm ergreifen. Die einen sagen dann, Gott ist Liebe. Und die anderen sagen dann, Gott ist Gerechtigkeit. Und die anderen wiederum, er ist der Richter. Und die anderen, genau das Gegenteil, er ist die Gnade. Und wir können da immer so weitermachen. Aber das Gesamtbild können wir mit unserer menschlichen Kapazität nicht erfassen. Das kann nur der Geist Gottes. Und auch der offenbart uns eigentlich immer nur das, was wir gerade brauchen. Das ist das, was der Geist Gottes macht. Und deswegen ist auch ganz wichtig, dass wir lernen,
sensibel für die Führung und Leitung des Heiligen Geistes zu sein. Geöffnete geistliche Augen zu haben, geöffnete geistliche Ohren. Und ich glaube, in der heutigen Zeit möchte uns der Heilige Geist mal wieder was offenbaren. Was ist heute dran? Was ist dran? Gehören wir zu den Söhnen Ishas, die wissen, was die Zeit sagt und wie Gott wirkt? Und ich sage euch eins, ich glaube, eine Betonung liegt des Heiligen Geistes, dass Gott ein Kriegsmann ist. Gott ist ein Kriegsmann. Und das ist in beiden Teilen der Christenheit irgendwie verloren gegangen. Das mag man nicht mehr in dieser, kann man sagen, ich sag's mal ganz brutal, in dieser pazifistischen Besoffenheit. Weil so steht es nämlich in 2. Mose 15, Vers 3 und 4. Der Herr, steht da, ist der rechte Kriegsmann. Herr ist sein Name. Des Pharao Wagen und seine Macht warf er ins Meer und seine auserwählten Streiter versanken im Schilfmeer. Das ist dieses Loblied, ja, nachdem wirklich da die Ägypter, der Pharao und sein Heer die Israeliten verfolgt hat, die rausgezogen sind in die Wüste. Und dann war das Meer vor ihnen und er hat dann gedacht, jetzt habe ich sie im Sack, wir haben keine Chance mehr, wir kriegen die. Und dann hat sich das Meer geöffnet und die sind durch. Und dann und als sie durch waren und die Ägypter nachgejagt sind, sind sie alle ertrunken. 285 Mal im Alten Testament steht, dass Gott Jahwe Zebaoth ist. Jahwe ist der Herr der Heerscharen. Jahwe Zebaoth ist übrigens auch die häufigste Bezeichnung Gottes im Alten Testament. Und dieser Name kommt immer dann vor, wenn das Volk Israel wieder mal seine Beziehung zu Gott verloren hat und seine Berufung als Gottesvolk nicht mehr so nachgekommen ist. Gott, Israel hat dann an geistlicher Substanz verloren und sich stattdessen auf seine natürlichen Fähigkeiten verlassen. Sein Wohlstand, seine Armee, seine Klugheit und Schlauheit. Ja, und da ist ja auch im Natürlichen einiges, auch in dem heutigen Israel ist da drin. Und es ist auch ganz wichtig, ja, auch da, wo wir beten müssen, weil wie können wir beten für Israel? Ja, dass sie sich auf Gott verlassen. Dass sie sich nicht nur auf ihre tolle Luftwaffe verlassen und auf Iron Dome und was noch. Und natürlich, vom Natürlichen her ist ja dieses kleine Israel, ist es das Land mit den meisten Nobelpreisträgern. Das Land der Erfinder schlechthin. Also, ja, und da ist Klugheit und Schlauheit. Und da ist das, ne? Und die haben natürlich auch, deswegen sind sie auch beneidet worden, sie haben einen Segen. Und da ist Wohlstand, da ist Reichtum. Ja, eine der größten Plätze des Diamantenhandels ist Israel. Ja, die Welt neidet das natürlich auch. Aber es ist ein Segen, den Gott gelegt hat. Und Segen, und Gott gesetzt hat. Und dieser Segen wirkt sich auch im Natürlichen aus. Er ist im Natürlichen sichtbar. Aber hallo, klingelt es da nicht auch bei uns? Weil wir sind doch das geistliche Israel. Wie schaut es dann bei uns aus? Die Propheten damals, die mussten Israel immer wieder daran erinnern und die Oberen daran erinnern, ja, dass ihre Stärke nicht in ihrer Armee ist und nicht in ihren Fähigkeiten liegt, sondern einzig allein in Jahwe Zebaoth, dem Herrn der Heerscharen, dem Oberbefehlshaber. Als Jesus im Garten Gethsemane festgenommen werden sollte, hat Petrus das verhindern wollen.
Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern? Und er hat sein Schwert gezogen und dann dem Diener Malchus eine verpasst und hat ihm das Ohr abgeschlagen. Also hat nicht ganz getroffen, er wollte wahrscheinlich den Kopf treffen, hat das Ohr getroffen. Ne? Und Jesus hält dann Petrus zurück, weiterzukämpfen. Und er sagt dann in Matthäus 26, 52, 53, steck dein Schwert weg. Wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt umkommen. Ist dir denn nicht klar, und jetzt kommt der Blick in die geistliche Welt, ist dir denn nicht klar, dass ich mein Vater um ein ganzes Heer von Engeln und andere Übersetzungen schreiben da, ne, Elberfelder und Luther, 12 Legionen. Ein ganzes Heer von Engeln. Aber dass man wisst, was 12 Legionen sind. Eine römische Legion waren 4.000 Soldaten. Also 48.000 himmlische Streiter, mindestens 48, bitten könnte, dass ich das um ein ganzes Heer von Engeln bitten könnte, er würde mir sie sofort schicken. Die sichtbare Situation, ein einziger Mann mit einer kleinen Gruppe von harmlosen, meist unbewaffneten Jüngern. Der Petrus war die Ausnahme, ich glaube, es waren noch ein, zwei andere Zeloten, so hat man die genannt, so Widerstandskämpfer, waren in der Gruppe von Jesus, in der Jüngerschar von Jesus, aber sonst waren die eigentlich harmlos. Aber die geistliche Situation war, 12 Legionen Engeln stehen bereit, um einzugreifen. Und nur ein Wort von Jesus hätte es gebraucht. Und dann wäre es anders gelaufen. Eine andere Geschichte. Der König von Syrien greift Israel an, doch jedes Mal wird dieser noch so trickreiche Angriff zurückgeschlagen, dass der König von Syrien vermutet, da ist irgendein Spion in unseren Reihen. Und dann haben ihm seine Leute versichert, es gibt keinen Spion bei uns. Da ist doch dieser Prophet, da ist Elisa. Und der versorgt den König von Israel immer wieder mit dem Geheimwissen. Was hat der König von Syrien gemacht? Er hat eine große Armee dann zu Elisa geschickt, um ihn auszuschalten. Und der Diener von Elisa sieht dann eine riesige Armee kommen, hat dann selbst natürlich auch Angst und will dann den Elisa warnen. Und da beruhigt ihn der Elisa und sagt zu dem, mein Lieber, auf unserer Seite steht eine viel größere Armee. Ja, wo ist die denn? Und dann hat Elisa gebetet. 2. Könige 6, Vers 17. Bitte, Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen. Und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Elisa, der Prophet, hatte längst den geistlichen Blick. Sein Diener hat nur das Natürliche gesehen. Ihr Lieben, sind wir als von neuem geborene Christen noch bereit, mit der unsichtbaren Welt zu rechnen? Wir sind so, auch als alte Christen, so und manchmal sogar mehr noch als alte Christen, so sehr in Gefahr, immer in das Natürliche abzudriften und nur noch das Natürliche zu sehen. Bleiben wir dann nur im Natürlichen verhaften? Sehen den Menschen, den Bruder, die Schwester, den Vater, die Mutter, die Kollegen als Gegner? Können wir erkennen, dass momentan ein geistlicher Krieg tobt? Und zwar nicht nur in der Ukraine, nicht nur in Israel, sondern auch bei dir und bei mir, in deinem und in meinem Umfeld.
Und zwar nicht nur auf einer Ebene, sondern auf allen Ebenen. Luther hat mal gesagt, wenn Gott eine Kirche baut, baut der Teufel eine Kapelle daneben. Wie recht hat er damit gehabt? Ne? Wie recht? Und manchmal baut der Teufel eben nicht nur eine Kapelle, sondern eine Burg daneben, aus der dann aus allen Rohren geschossen wird. Vielleicht erlebst du das momentan gerade so. Gemeinden sind natürlich besonders betroffen, aber auch Ehen und Familien. Kinder. Was sind unsere Felder, Kinder, Familien und Freunde, gesundheitliche Situation und so weiter und so weiter. Noch eine andere biblische Situation. Seid ihr noch mit mir? Daniel fastet und betet 21 Tage lang, bis dann am 21. Tag der Engel Gottes kommt, der ihm dann erklärt, dass sein Gebet sofort von Gott erhört worden war. Und dass ihm dem Boten Gottes, aber dieser dämonische Engelsfürst von Persien, 21 Tage widerstanden hat. Bis dann der Engelsfürst Michael gekommen ist und ihm geholfen hat, wie hat er das gemacht, dass er dann den Kampf weitergeführt hat mit diesem persischen Fürsten, diesen Fürsten über Persien, diesen Engel. Und da sehen wir auch, es gibt sowohl im Positiven wie im Negativen, in der geistlichen Welt gibt es Mächte und Gewalten, die für Nationen, für bestimmte Nationen zuständig sind. Und Deutschland hat auch sowas. Deutschland hat sowas vom Reich Gottes her, aber hat auch einen von der Finsternis, der über unser Land versucht zu regieren. Und nochmal, das Gebet von Daniel war sofort erhört worden, allerdings musste er 3 Wochen lang warten. Wer weiß, was hat es uns zu sagen? Was hat es uns zu sagen, Geschwister? Wer weiß, vielleicht hast du auch gebetet und nichts ist passiert. Überleg mal. Und dann sind wir immer sofort enttäuscht. Ne? War das ein Tag, war es 2 Tage und dann passiert nichts und nichts passiert. Vielleicht wartest du schon länger als 21 Tage. Das heißt aber nicht, Geschwister, und da will ich dich ermutigen, das heißt aber nicht, dass dein Gebet nicht erhört worden ist, sondern dass der geistliche Widerstand in der unsichtbaren Welt groß ist. Und ich weiß eins, wenn wir für unsere Kinder beten, da ist ein enormer geistlicher Widerstand und manchmal sind es Jahre. Ich bin ja selbst eine Frucht aus dem. Da ist der Feind besonders auf der Matte. Dass meine Oma, habe ich ja immer wieder schon erzählt, dass meine Oma 22 Jahre für mich gebetet hat und nicht nur meine Großmutter, meine Mutter. Die haben 22 Jahre gebetet und die hätten auch 23, 24, 25, 26, 27 Jahre für mich gebetet. Und ich denke, wir müssen wieder neu lernen, bis zum Durchbruch zu beten. Nicht aufzugeben, sondern bis zum Durchbruch zu beten und nicht immer sofort enttäuscht sein. Nicht sofort immer die Flinte ins Korn werfen, sondern ich habe es ja schon öfters gesagt, hol die Flinte wieder raus aus dem Korn. Es ist uns doch klar, Jesus, Gott ist in Jesus der Sieger. Aber der Feind und seine Engel haben immer noch Machtbefugnisse auf dieser Erde. Deswegen hat uns doch Jesus gelehrt, Vater unser im Himmel, dein Wille geschehe, im Himmel wie auch auf Erden. Im Himmel geschieht der Wille Gottes, perfekt, aber auf Erden oftmals das Gegenteil. Und deswegen müssen wir beten. Das hat uns Jesus gelehrt.
Und das hat er nicht eine zeitliche Begrenzung gegeben, dass er gesagt, naja, betet das, bis ich dann gekreuzigt worden bin und den Sieg errungen habe. Sondern dieses Gebet, dieses Vaterunser gilt. Feind hat noch Machtbefugnisse auf dieser Erde. Und vor allem, auch jetzt mal ganz persönlich, wenn du sie ihm einräumst. Weil Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Er zwingt dich nicht. Aber meine Frage heute Morgen an dich ist, wer ist der Oberbefehlshaber in deinem Leben? Wer ist der Oberbefehlshaber in deinem Leben? Sei mal ganz ehrlich. Ist es wirklich Jesus voll und ganz? Oder bist du es selbst? Oder irgendjemand anders? Weil es gibt manche, die auch ihren Ehepartner vergötzen. Und dann hat er das Sagen. Und dann hat der mehr oder sie mehr das Sagen wie Jesus. Wir haben das von Anfang an, Iris und ich, ganz klar gemacht, dass wir einander gesagt haben, die Nummer eins ist Jesus. Du bist nur die Nummer zwei. Iris weiß, dass sie nur die Nummer zwei ist, aber ich weiß auch, dass ich nur die Nummer zwei bin. Die Nummer eins ist Jesus in unserem Haus. Wie schaut es bei euch aus? Wie schaut es bei dir aus? Und zwar in der Realität, nicht nur mit Worten. Nochmal. Wer ist der Oberbefehlshaber in deinem Leben? Wer ist der Oberbefehlshaber in eurem Haus? Ja, die Verwandten. Da streicht man an jeden Gottesdienst. Da wird es doch ganz praktisch. Da streicht man jeden Gottesdienst. Ja, weil ich muss auf das Fest und auf das Fest. Und es gibt ja reichlich viele Feste von Verwandten. Und schwuppdiwupp ist man dann Wochen und Monate abgängig. Und das tut dir nicht gut. Und tut auch uns nicht gut, weil du fehlst. Weil Leib Christi ist ein Leib, der zusammenkommt und der nicht irgendwo vom Internet nur hängt und sich irgendwelche tollen Messages und Sermons reinzieht. Nur wenn Jesus der Oberbefehlshaber ist, hast du echten Schutz in deinem Leben. Noch was. In Josua 1, Vers 3 heißt es, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Das hat Gott dem Josua gesagt. Was bedeutet es aber im Umkehrschluss? Worauf ihr nicht tretet, das habt ihr auch nicht im Besitz. Die Teile, und leider war das dann auch so, die Israel nie vollständig erobert hat, die entwickelten sich dann zu starken Widerstandsnestern, von denen beständig Ärger ausging. Für dich und dein neues Leben in Jesus Christus bedeutet das, hast du wirklich alles in deinem Leben in Besitz genommen? Oder hast du bestimmte Bereiche im Alten gelassen und nie Jesus wirklich übergeben? Oder hast du den Fuß von dem einen oder anderen Bereich in deinem Leben wieder runtergenommen? Hast Platz gemacht? Und was hat Jesus gesagt? Gib dem Teufel keinen Raum. Weil dieser Platz, Geschwister, und das ist eine sehr, sehr ernste Sache, der wird nicht frei bleiben. Das hat Jesus gesagt. Dieser Platz wird nicht frei bleiben. Der wird geistlich dann anderweitig besetzt. Alles, was wir freigeben, bleibt nicht lange unbesetzt. Der Feind
wird versuchen, es zu besetzen. Geschwister, unsere Jesus-Nachfolge wird immer durch geistliche Kampf- und Kriegsgebiete führen. Und du musst da immer, und das wird bis zu deinem Lebensende gehen, und es wird weiter über dein Leben hinaus weiter so gehen, bis der Herr kommt, es wird immer dabei Land eingenommen werden müssen. Immer Beispiele. Geld. Wo du im Bereich Geld dein Leben nicht im Griff hast, wird das Geld dich im Griff haben. Denk mal drüber nach. Sexualität. Wo du die Sexualität in deinem Leben nicht im Griff hast, wird die Sexualität dich im Griff haben. Bereich Stolz. Wo der Stolz, wo du den Stolz, der zu unserer menschlichen Natur gehört, nicht im Griff hat, wird der Stolz dich im Griff haben. Und Gott widersteht den Stolzen. Ich habe noch mal gefragt vor Jahren, was ist der stärkste Geist, der uns widersteht? Da haben dann viele spekuliert. Da habe ich gesagt, nee, das ist der Heilige Geist, weil der Gott widersteht den Hoffärtigen, er widersteht den Stolzen. Möchtest du, dass der Heilige Geist dir widersteht? Ich möchte es nicht. Wenn du deinen Zorn nicht im Griff hast, wird der Zorn dich beherrschen. Wird der Zorn dich im Griff haben. Und noch was. Es ist wie im Computerspiel. Fred und ich, wir sind auch alte Computerspieler, aber wir haben nur ein Spiel. Er spielt seinen Fußballmanager und ich meine Age of Empire. Das ist ein uraltes Spiel. Ne? Und ich, für anderes haben wir nicht die Zeit, irgendwie da was Neues zu lernen. Und sowas. Und das machen wir halt zur Entspannung. Ne? Aber ne, von daher kennen wir Computerspiele. Und es ist wie im Computerspiel. Wenn du ein Level erreicht hast, öffnet sich das nächste Level. Ne? Mit einer völlig neuen Situation. Und wie ist es im Leben? Zuerst bist du Single und dann siehst du auf einmal die Blume deines Lebens und die versuchst du dann zu pflücken. Ja, und dann heiratest du oder auch umgekehrt. Du siehst den Prinzen, nicht den Froschkönig, aber den Prinzen. Ja, und du schaffst es und du heiratest ihn. Und dann eröffnet sich ein neues Level und eine neue Situation. Tut sich auf. Völlig anders wie vorher. Die Ehe. Und dann, Gott hat ja gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Manche haben das verwechselt, die denken, seid furchtbar und mehret euch. Aber es heißt, seid fruchtbar und mehret euch. Manche haben das ganz ernst genommen und dann kommen halt die Kinder. Und dann kommt wieder ein neues Level. Eine neue Situation. Und so geht es im Beruf und so geht es in der Gemeinde. Und es wird nie enden, bis wir beim Herrn sind. Wenn wir wieder neue Szenarien sich ergeben und auf die wir uns einstellen müssen und wir müssen weitergehen. Und da dürfen wir nicht müde werden, sondern wir müssen aufwachen, wir müssen weitergehen, wir müssen wach bleiben. Und wir müssen geistlich fit bleiben. Werdet stark in seiner Stärke, heißt es in Epheser 6, Vers 10. Und was sagt, da gibt es ein Sprichwort, ein geistliches Sprichwort, eine geistliche Wahrheit, higher levels, higher devils. Aber erinnere dich, in jeder deiner Lebenssituation, in der du jetzt momentan stehst, ja, diejenigen, die mit mir sind, sind mehr als die, die gegen mich sind. Weil da ist eine geistliche Welt. Und da ist Immanuel, so haben wir auch unsere Gemeinde genannt, Immanuel, Gott mit uns. Und der Feind versucht das manchmal zu attackieren.
dass wir und uns dazu zu bringen, dass wir sagen, ist Gott überhaupt noch mit uns? Aber ich sage dir eins, Gott ist mit uns und er bleibt mit uns und er wird immer mit uns bleiben. Eine andere Strategie des Satans ist, dass du dich auf deine eigene Kraft verlässt. Sag mal ganz ehrlich, welche Erfahrungswerte zählen bei dir? Die natürlichen oder die geistlichen? Dir geschehen im Natürlichen üble Dinge? Haben sich dann diese negativen Erlebnisse, und da schließe ich mich ein, wir uns alle, haben sich die dann in deinem Leben eingebrannt? Reagierst du dann mit natürlichen Mitteln und Schutzmechanismen darauf? Oder prägen dich deine geistlichen Erlebnisse und Erfahrungen und geben dir, weil die geben dir Kraft für den Alltag? Kannst du vergeben? Kannst du wieder lieben? Ich kann mich noch erinnern, in meiner Studentenzeit hatten wir eine christliche WG. Und da, wir waren da alle großgewachsene Männer, und der eine war besonders großgewachsen, der war Zehnkämpfer. Der hieß Alfred, und der hat sich auch manchmal wie ein Alfred benommen. Und ich war damals der Leiter, und ich musste dann damals der Leiter sein. Und der hat mir das Leben wirklich schwer gemacht. Und da weiß ich heute noch, war da in meinem Zimmer, da in der Goethestraße 4 in Erlangen, und habe ich meinen Bankrott erklärt vor Gott. Habe gesagt, Gott, ich liebe diesen Mann. Im Gegenteil, ich könnte ihm den Hals umdrehen. Schüttet dein Herz vor Gott aus. Ja, und Gott hält das aus. Gott ist stark am Herzen, heißt es. Gott hält es aus. Unseren Schrott. Lad deinen Schrott bei ihm ab. Und da hat Gott zu mir gesprochen. Er hat gesagt, wunderbar, Eckehard, du bist mit deiner natürlichen Liebe ans Ende gekommen, jetzt fange ich erst an. Und der Alfred hat sich nicht verändert, aber ich habe mich verändert. Und wir konnten wirklich Frieden schließen. Und ich habe dann rausgeheiratet aus der WG. Aus der WG stirbt man entweder raus oder man heiratet raus. Oder beides. Bei uns war es beides. Und später sind wir uns begegnet und haben uns gefreut. So soll es sein. Nochmal, wo ist dein Kampfgebiet? Wo ist dein Kampfgebiet momentan? Wo ist momentan dein geistlicher Widerstand? Überleg. Und eines ist mir noch aufgefallen. Der Feind versucht uns in der heutigen Zeit zu isolieren. Und da arbeitet mit unserem Stolz. Ich schaffe das schon alleine. Ich brauche keine Gemeinde. Ich brauche doch keine Gemeinde mehr. Glaub doch an Jesus. Das ist doch alles okay. Aber weißt du, was die Bibel sagt? Einer schlägt 1.000. Zwei schlagen 10.000. Wir brauchen einander. Gemeinsam sind wir stark. Und von Gott ist es gesetzt, dass wir einander Rückendeckung geben, nicht, dass wir einander Messer in den Rücken rammen. Das gibt es aber auch im Leib Christi. Aber von Gott ist es gewünscht und gesetzt, dass wir einander Rückendeckung geben. Deshalb leg doch deinen Stolz ab. Petrus war gefangen. Und er war angekettet im Gefängnis. Natürlich hat er auch persönlich gebetet, aber da hat eben und zu Gott geschrien, aber da hat eben auch die Gemeinde gebetet. Und
dann berichtet die Bibel, die Gemeinde hat gebetet und Gott hat einen Engel geschickt ins Gefängnis rein und die Ketten sind abgefallen von Petrus und er ist als freier Mann rausgegangen. Aus der Neuzeit, ich war damals mit einem Team in China, wir haben da in der Untergrundkirche dort gedient und da haben wir diese Story von dem Bruder Yun gehört, von dem Himmelsbürger, der war in einer Polizeistation gefangen. Wir hatten ihm die Beine gebrochen vorher und es ist dann notdürftig zusammengewachsen, aber er hat gehinkt anscheinend, weil die haben dann gesagt, der Krüppel ist weg. Was ist passiert? Diese Polizeistation, da sind die Türen aufgegangen. Ich habe einen Bruder, der mit ihm damals in der gleichen Polizeistation war. Ich habe das Zeugnis von diesem Bruder gehört, der hat es von der anderen Seite eher immer bezeugen können. Der hat es gesagt, der Krüppel ist weg, haben die gesagt. Und die Türen sind einfach aufgegangen und er ist rausgegangen aus diesem Gefängnis, bis er dann nach Deutschland gekommen ist. Ich dachte, ich habe so viel gehört von dem Bruder Jürgen, ich dachte, er ist ein ganz alter Mann. Und dann kam er hier, wir waren ja die erste Gemeinde, in der er außerhalb von China gedient hat. Und da kam ein Junge, ein 40-Jähriger, kam da unten rein. Und er kam hier hoch, hat sich hier hingestellt, hat gesagt, er sieht hier die Himmelsleiter. Möchte ich euch auch mal erinnern daran. Aber der Bruder Yun ist vielleicht einer der größten Beter unserer Zeit. Aber nicht nur er hat gebetet, sondern damals haben die ganze Untergrundkirche für ihn gebetet und ist eingetreten für ihn. Und deswegen ist dieses Wunder passiert. Ihr Lieben, es tobt ein Krieg in der unsichtbaren Welt, sowohl global als auch ganz persönlich. Du möchtest, bei mir geht es genauso, kann mir genau das so vorstellen, deine Situation. Du möchtest deine Ruhe, ich auch. Aber der Feind lässt dich nicht in Ruhe. Er lässt auch mich nicht in Ruhe und er lässt auch uns nicht in Ruhe. Das würde niemals. Und dann können wir sagen, nein, ich möchte aber nicht kämpfen, aber der Feind sagt, das ist mir egal. Und so gesehen gibt es in diesem geistlichen Kampf leider keinen Urlaub. Aber es gibt Möglichkeiten, sich bei Gott zu stärken, sich in Gott zu stärken, sich zu erfrischen zu lassen. Aber ich sage dir eins, mit dir und mit mir ist Jahwe Zebaot, der Herr der Heerscharen. Mach ihn zu deinem, ganz neu und ganz frisch, zu deinem Oberbefehlshaber, zum Oberbefehlshaber deines Lebens. Und er wird dich nicht im Stich lassen, sondern er wird dich und mich von Sieg zu Sieg führen und dann nochmal ein anderer Sieg und noch ein Sieg, bis die Zeit vollendet ist und wir in die Herrlichkeit eingehen. Bist du mit dabei? Dann steh auf und fäll eine Entscheidung und sag, Herr, hier bin ich und ich will wieder neu. Einfach glauben, vertrauen. Ich will bereit sein zu kämpfen. Ich will die Flinte aus dem Korn holen. Ich will da, wo ich aufgegeben habe, will ich es wieder anpacken. Da, wo du loskommen wolltest von deiner Sucht und es wieder passiert ist und du meinst, es ist jetzt vorbei. Nein, es ist nicht vorbei. Dann geh es wieder an. Und der Herr wird dir Sieg geben. Er wird dir den Sieg geben. Und da, wo Krankheit wiedergekommen ist, auch da widersteh auch geistlich. Und das müssen wir neu lernen.
und bekomme vor allen Dingen den geistlichen Blick. Und wenn du einfach da bereit bist und offen dafür bist, dann streck die Hände aus und ich will dann noch ein Gebet sprechen. Und Vater im Himmel, wir brauchen neu den geistlichen Blick für unsere Zeit. Wir brauchen neu den geistlichen Blick für uns persönlich, für unser Umfeld, für all das, den geistlichen Blick. Ja, und wir bekennen das, wir sind so oftmals gefangen in dem Natürlichen. Wir sehen nur das Natürliche, wir ärgern uns. Wir sind verzagt, wir sind enttäuscht und alles Mögliche. Aber Herr, heute Morgen wollen wir weitergehen. Heute Morgen wollen wir durchbrechen, durchdringen. Und öffne die geistlichen Augen, öffne die geistlichen Ohren. Erweise dich als Gott mit uns. Erweise dich als Gott Zebaoth, als der Herr der Herrscher, als dein, als unser Herr. In Jesu Namen. Amen.